Willkommen, Sportsfreunde, in einer neuen und dritten Ausgabe von Road to Glory Ghost Stage. Heute mit der Thematik Fatburner. Sind sie gewollt? Taugen sie vor allem? Und ist es essentiell? Ach, Boys, ja, ich bin auch noch hier am Start. Thema Wasserhaushalt. Was ist das eigentlich? Wie wichtig ist das eigentlich? Worauf muss man achten? Was für Konsequenzen kann es haben? In diesem Sinne, Boys, bleibt dran. So, meine lieben Sportsfreunde, auch wenn wir im Intro zuerst die Fatburner benannt haben, müssen wir die Reihenfolge natürlich umkehren, denn der Flüssigkeitshaushalt bzw. das Trinkverhalten ist natürlich um einiges überlebenswichtiger als eben diätische Supplements. Ja? Deswegen beginnen wir mit diesem Thema. Als einfachste Faustformel gilt für das Trinkverhalten die obligatorische 20-Kilo-Formel. Ne? 20-Kilo-Formel, ihr wisst zum Beispiel, wenn ihr 100 Kilo wiegt, könnt ihr grob kalkulieren, 20 mal 5 sind 100, 5 Liter, ja? Das ist ungefähr das, was ihr am Tag zu euch nehmen wollt. Ihr werdet euch wundern, ja? Ihr werdet euch wundern, wie viele nervige Themen ihr eigentlich am Tag habt. Nehmt es mal Nebenwirkungen. Wegen zu wenig Flüssigkeitshaushalt, wegen zu wenig Flüssigkeitsaufnahme, die ja gar nicht dem Thema zuordnet. Ja, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber wenn euer Flüssigkeitshaushalt über eine kontinuierliche Zeit zu gering ist, kann es zu Entzugserscheinungen führen, angefangen mit Kopfschmerzen. Ja, jeder kennt das Thema, oh, ich habe Kopfschmerzen. Und dann fragt die Freundin, hast du denn genug getrunken? Kopfschmerzen, ja. Kalte Füße, kalte Hände, Krämpfe. Ja. Als Beispiel. Ne? Viele sagen ja immer, die Mineralien, die fehlenden Mineralien sind zuständig oder verantwortlich für, dass eben Krämpfe erscheinen. Aber unter anderem kann auch eben der Flüssigkeitshaushalt, der bei euch auf den Kopf gestellt ist, dafür ausschlaggebend sein. Ja, wollen wir mal darauf eingehen, was wir letztlich so über den Tag verteilt konsumieren, was wir dazuziehen und was wiederum nicht? Eben, ne? Das ist ein relativ dünnes Eis. Manchmal der eine oder andere würde denken, Flüssigkeit gleich Cola Light, gleich Wasser. Gleich Booster vom Training und den Shake und dann war es vielleicht. Genau. Wenn Sie den Shake überhaupt zuziehen als Flüssigkeit, das ist auch schon wieder so eine Sache. Aber es gibt die möglichsten, die verschiedensten Formen an Flüssigkeit, die ihr am Tag zu euch nehmen könnt. Dementsprechend seid kreativ und vor allem eines, ja, muss man sagen, bringt eine Struktur in euren Flüssigkeitshaushalt. Ja? Genau, fangen wir doch damit an, mit der Struktur. Nehmt euch wirklich einen Maßstab, sei es ein Zettel und Stift, sei es eure Handfläche, wo ihr euch Kreuze macht, wie viel ihr getrunken habt. Oder die einfachste Möglichkeit, das Ganze zu tracken, ist die obligatorische Flasche, die wir hinter uns platziert haben. Hier, 2,2 Liter ist, ja? Genau. Habt ihr einen schönen Strich oben, könnt ihr mit das Ding vollfüllen und einen besten Referenzwert machen. Genau. Das Schlechteste, was ihr machen könnt, ist eigentlich, wenn ihr zu Hause seid oder im Büro seid oder unterwegs seid, 2-3 Flaschen zur Verfügung zu haben. Mal daraus trinken, mal daraus trinken, mal da. Es sei denn, ihr macht alle platt. Wenn alle platt macht, ist natürlich episch, aber wenn natürlich irgendwann mal ins Wohnzimmer runtergeht und denkt, ah, guck mal, da steht eine Flasche, ich weiß gar nicht, ob das meine war, die ist zu alt, die nicht mehr. Und dann wisst ihr gar nicht im Endeffekt, wie viel ihr getrunken habt. Na klar, hier kommt es nicht darauf an, dass ihr 100 Milliliter on point seid oder 200 oder 300. Aber es geht ja schon darum, dass man eben eine Struktur hat und man genau weiß, was man wirklich zu sich nimmt. Denn in der Regel ist es zu wenig. Stimmt. Da ist nichts hinzuzufügen. Trinkt ihr also 2 von diesen Bottles, hier habt ihr schon mal 4,4 Liter Intus. Nehmt ihr als Referenzwert beispielsweise 0,2 Glas. Verliert man ganz schnell den Überblick. Und dann rechnet ihr. Deswegen sind die hier nicht essentiell, aber auf jeden Fall eine nette Hilfe. Kommen wir auf das Trinkverhalten an sich zu sprechen. Als primäre Trink- oder Einnahmequelle sollte natürlich das gute alte Wasser sein. Ob nun mit oder ohne Sprudel, sei mal euch überlassen. Ich wiederum präferiere lieber Sprudel bzw. vielmehr Wasser ohne Kohlensäure, weil es eben nicht so auf den Magen schlägt. Man hickst nicht so viel auf, ne? Man hat eben nicht so einen wunden Magen. Und auch das kann jetzt zu Übersäuerung führen bzw. vielmehr zum Aufstoßen. Nicht wirklich schön. Ich weiß, was du meinst. Aber ich finde ganz wichtig, ist oftmals so, Leute formulieren ja, wenn sie dann Cola trinken, zum Beispiel auch eine echte Cola, oder also keine Sugar-Free oder sonst was, oder andere Getränke, andere Softdrinks, betiteln sie dann als, ich gönne mir was. Vielleicht sollte man einen psychologischen Aspekt anders anwenden, zu sagen, ich gönne mir was und trinke Wasser. Denn Wasser ist nun mal einfach die Basis für Flüssigkeitsmöglichkeit, die ihr aufnehmen könnt. Und letztendlich tut ihr mit Wasser in der Regel das Beste, was ihr tun könnt, eurem Körper, anstatt natürlich auf irgendwelche verarbeiteten Lebensmittel zuzugreifen. Verarbeitet gilt natürlich auch für Getränke, auch wenn eben Flüssigkeit der primäre Baustein, der Transporteur unserer Nährstoffe im Körper ist, sollte man dementsprechend als Basis immer, wie du schon meintest, das Wasser nehmen. Ja, und viele tun sich eben schwer, weil es eben nach nichts schmeckt. Da könnt ihr das Ganze natürlich mit Tee kombinieren. Da habe ich hier auch auf meiner linken Seite ein bisschen was aufgestellt.
ich von Wonder Tea schon mehrfach in die Kamera gehalten habe und auch den Mehrwert von Tee eben erwähnt. Schaut dafür mal meine Facebook-Page Road to Glory by Jill nach. Dort gibt es den einen oder anderen Artikel dazu. Ich habe hier einmal Energy und einmal den Detox. Den Detox wiederum missachte ich jetzt so ein bisschen ähnlich wie Brennnesseltee und grüner Hafertee. Auch Grüntee im Allgemeinen lasse ich noch stillschweigend zur Seite aus dem Aspekt, weil eben noch die Entwässerung für unseren Wettkampf, wir befinden uns schließlich in der Wettkampfreihe, ja, da möchte ich den Körper mehr oder minder schocken. Na? Also wenn ich ihm jetzt schon diese Entwässerungswirkung gebe, was soll er dann in 2 Wochen sagen, wenn es dann wirklich soweit ist, wo die Entwässerung auf uns winkt? Genau. Deswegen behalte ich mir diese vor und weiche dann lieber zu den Energy Drink aus. Energy Drink, Energy Wonder Tea oder was auch geil kommt am Abend, der Chai Latte. Kennst du den? Ich habe den persönlich nicht getrunken. Ich bin ja kein großer Teetrinker. Naja, ist auf jeden Fall nicht auch ein Neuling, der Tee quasi, den Teekonsum. Also, hier, den kann ich wärmstens empfehlen, wenn ihr es süß mögt. Ne? Da ein bisschen Milch rein, gegebenenfalls ein bisschen Süßstoff. Auch das ist natürlich so ein Thema. Was ist Süßstoff? Ist das so gefährdet? Viele sprechen ja von den Aspartambomben. Werden wir auf die Zero-Getränke ausweichen? Ich würde immer ein Zero-Getränk gegenüber einer Zuckerbombe präferieren. Ne? Also jeder von uns hat ja eben den Jeeber nach was Süßen. Und da nutzen wir eben, das stehe ich so gerade vor, solche Sachen beispielsweise. Solche Sachen. Wir haben hier 3 verschiedene Energy Drinks aufgelistet. Einmal den El Clasico. Ist eigentlich noch so zu halten? Nein, Mann. Der gute alte Bang. Also, glaube ich, dein Lieblings-Energy Drink, glaube ich, fast schon, muss man sagen, weil er eben eine Wirkung hat, ja. Und Vorsicht, das Ding hat 300 Milligramm Koffein, das heißt 2 von den Dingen am Tag und Ja. Generell geht das Gleiche für alle Energies. Ob das die Focus BAS-Dings, die M-Drinks sind oder ob sie von Muscle Farm sind, ebenfalls eine Zero-Geschichte. Alles, was natürlich gewisse Inhaltsstoffe hat, klar, BCAAs und so weiter und alle Geschichten oder T-Extra, sind alle noch wunderbar. Aber eben Koffein sollte unter keinen Umständen in eurer Basis, eurer Flüssigkeitszunahme enthalten sein. Denn wir wissen vor allem eins, wir tun zwar uns viel Flüssigkeit rein, damit sowas wie niedriger Blutdruck und so weiter nicht passiert, aber das Problem ist, wenn ihr das dann trinkt, dann habt ihr zwar keinen niedrigen, aber hohen Blutdruck. Und das wollen wir natürlich auch vermeiden. Genau, also hier und da als süße Quelle nicht empfehlenswert, aber als gute Alternative zu benennen. Ähnlich auch wie hier, meine Kaffeemaschine. Gotcha. Die meisten von uns feiern Kaffee. Track ich aber nicht. Das heißt, ich beziehe wirklich die benannten 5 Liter bei meinem Körpergewicht von 100 Kilo auf Wasser-Tee. Was neben Wasser noch zur Geltung kommt, ist ja letztlich Wasser. Ne? Sind die 3 Badasses hier hinter mir explizit als Intra-Workout und das erste am Morgen. Ich skippe mittlerweile, also ich vernachlässige mittlerweile mein Frühstück. Gönn mir stattdessen, da sind wir beim zweiten Thema, einen Fatburner, um das Hungergefühl zu nehmen. Aber um einen gewissen Muskelschutz zu haben, tue ich in mein Wasser Glutamin, davon 10 Gramm, Kreatin, davon 5 Gramm und BCAAs, davon 15 bis 20 Gramm. Und das Ganze ist auch zusätzlich mein Intra-Workout-Shake. Das bedeutet, das trinke ich auch während des Trainings. Ich glaube, es ist nicht einfacher am Tag, als während des Trainings Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Ne? Muss. Alle 15 Minuten 200 ml. Genau. Ja, merkt euch das. Genau, also ihr könnt euch da, ich meine, letztendlich könnt ihr euch da kleine Kniffe letztendlich einfallen lassen. Ob es nun die Variante ist, dass ihr zwischen jedem Satz ein bisschen was trinkt, oder euch wirklich Gedanken gemacht, dass keine wirkliche Übung, das ist normal, macht ihr 5 Übungen, macht ihr 6 Übungen, dass ihr wirklich hinter keiner Übung nichts getrunken habt. Aus so 3 oder 4 Liter sind das reicht mir schon aus. Zählt es mal zusammen und wer während des Trainings keinen Durst hat, ich gebe zu, ich bin selbst kein guter Trinker, das kann man gleich mal erwähnen, dass ich wirklich nicht eben diese 4 bis 5 Liter einhalte. Aber letztendlich ist es mit der Struktur für mich auch machbar und dementsprechend für euch auch. Ich meine, Seichen hat ja sogar schon mal eine Entwässerung mitgemacht und kann mir sicherlich bestätigen, auch wenn er kein guter Trinker ist, dass sich der Körper daran gewöhnt. Ja. Ne? Also selbst wenn ihr nachher mal ein Pensum habt von 7 bis 8 Litern, wenn ihr am nächsten Tag da weniger trinkt, beispielsweise nur 4 oder 5, euer Körper verlangt es und schreit danach, gib mir wieder was zu trinken. Ein anderes Manko ist natürlich, dass auf Klo gehen, aber auch daran gewöhnt sich der Körper. Ja? Die ersten Male geht ihr noch 3 oder 4 Mal die Stunde auf Toilette, aber auch das minimiert sich dann im Laufe der Zeit. Und gerade, ihr seht es im Hintergrund vielleicht, bei solchen Temperaturen, wo die Suppe laufen mag, es ist umso wichtiger, dass ihr eben neben den Mineralstoffen euren Flüssigkeitshaushalt im Griff habt. Also, deswegen an der Stelle nicht unterschätzen das Thema. Ganz, 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 ganz wichtig. Haben wir hier sonst noch was? Ja, hier, guck mal, habe ich noch
Gerstengraspulver hingestellt. Gerstengraspulver ist nicht, weil ich dachte, es wäre Tee. Nee, aber jetzt sehe ich gerade Gerstengraspulver. Das ist so das Elixier aus der Erde, würde ich fast sagen. Ja, Alter. Weil das schmeckt wirklich, als wenn ihr euch eine Schaufel Beet in den Mund stecken würdet. Genau, ich will es jetzt nicht als vorbildlich haben, sondern ich trinke das jeden Tag, ja, und vergiss es nie. Ist das gleich aus deiner ersten Diät? Genau. Ich trinke es wirklich nur dann, wenn ich Erkältungserscheinungen habe. Deswegen wollte ich das nochmal erwähnt haben. Also, wenn ihr euer Immunsystem stärken wollt, wenn es soweit ist und eure Nase anfängt zu laufen, nutzt es. Das hilft so ungemein tagtäglich. Ja, wer es runterbekommt, haut es euch rein. Beispielsweise morgens in einen Smoothie mit Banane und sowas. Könnt ihr den Geschmack auch übertünchen. Aber spätestens, wenn es wirklich danach geht, dass ihr am Rumkränkeln seid, kann ich euch wahrlich empfehlen, davon so zweimal am Tag ein Teelöffel davon zu nutzen. Ansonsten, meine ich, hätten wir alles. Vorteil auch im Gerstengraspulver ist eigentlich auch, muss man ganz klar sagen, wenn ihr Gerstengraspulver in eurem Getränk habt, dann habt ihr euer Getränk für euch alleine. Ja, mach mir. Das ist so, aber Erfahrung aus der ersten Idee. Ich finde, das ist so ein passender Übergang zum nächsten Topic, ja? Ja. Also dranbleiben, ihr Lieben. Rasche in der Kiste. Ene, mene, Mist. Ja, Location wechselt spontan. Oh. Natürlich haben wir keine Kosten umgeschaut und sind rüber 3 Meter Luftlinie ins Wohnzimmer gegangen. Wir brauchen so ein bisschen Interaktion, gell? Ja, wir müssen das Thema ein bisschen spannend halten, weil Trinkverhalten war jetzt nicht so. Es ist wichtig, aber. Es ist schwierig, das immer zu begeistern. Genau, man kennt es aus der Schulzeit. Das ist auch das, was wir jetzt zuletzt im Seminar gemacht haben. Wir wollten einen kurzen, knackigen Theoriepart, ist uns fast gelungen, aber hey! Man lernt nicht aus, ja? Also ihr seid definitiv nach dem Video nicht dümmer, als ihr eingeschaltet habt. Und deswegen switchen wir direkt über zum Thema Fatburner. So häufig wurde ich in der Vergangenheit, wo es hieß, Jill diätet, nach Fatburnern befragt, welche taugen, sind sie notwendig und so weiter und so fort. Vorabgegriffen, das Wichtigste, ja? Am Rande, sie sind definitiv nicht essentiell. Und genauso muss erwähnt sein, jede noch so beschissene Ernährung wird durch Fatburner nicht optimiert. Ja, wenn eure Ernährung Bockmist ist, wenn euer Überschuss, beziehungsweise wenn ihr im Überschuss seid, dann ist euch auch nicht der krankeste Fatburner. Also, Faustregel, ihr müsst weniger Kalorien zu euch nehmen, als wie ihr verbrennt, um letztlich ein Kaloriendefizit zu erlangen und um eben langfristig überschüssige Fettpölsterchen zu eliminieren. Genau, es ist immer wieder eine Frage im Coaching, die allerersten, es gibt auch immer wieder Fragen, die sagen, Diggas, ich will jetzt abnehmen, welchen Fatburner könnt ihr mir empfehlen? Mhm. Wo ich mir denke, gut, wie weit hast du denn schon mit deiner Ernährung wirklich Gedanken gemacht? Meistens ist es so, dass eben Fatburner so und so breit angeworben werden, mit den höchsten Slogans, mit den krassesten Designs, mhm, mit den größten Versprechen und natürlich zumeist innen drin nur Koffein und irgendwelche Teeextrakte und dergleichen vorherrschen. Und das ist natürlich so eine Geschichte, wir haben es selbst schon in anderen Videos gesagt, wenn wir einen Fatburner nutzen, in der Regel werden wir natürlich meistens auf Fatburner, die nicht in Deutschland erwerblich sind, zurückgreifen, weil eben dort noch Inhaltsstoffe drin sind, die wirklich einen sehr großen Vorteil gegenüber den hier zur Verfügung gestellten Fatburnern haben. Ja, das muss auf jeden Fall angesprochen werden, das Thema. Und hier nochmal der Dank für die RTG Go Stage Nummer 2 Ausgabe, dass das Thema Natural und Half-Nelly so gut von euch angenommen wurde. Ne? Also das können wir an der Stelle nochmal einblenden. Da sind wir nämlich auf den Proteingehalt oder Proteinhaushalt eingegangen im naturalen Kraftsport und eben im Half-Nelly-Bereich. Und dadurch, dass das eben so gut angenommen wurde, wollen wir damit natürlich auch weitermachen. Ja? Und deswegen kommen natürlich auch ein paar Supplementierungen gleich zur Geltung, die eben im EU-Markt, wie du so schön benannt hast, nicht käuflich zu erwerben sind, weil die generell ein ganz anderes Potenzial haben. Aber auch, das muss man genauso ansprechen, eine entsprechende Gefahrenquelle mit sich bringen. Genau. Natürlich ist, wie vorhin beim Flüssigkeitshaushalt angesprochen, natürlich immer so eine Sache. Wenn ihr euren Flüssigkeitshaushalt natürlich sehr groß deckt mit Lebensmitteln bzw. Flüssigkeiten, die Koffein enthalten, dann ist es natürlich auch gefährlich, das Ganze noch mit Fettburnern zusätzlich zu machen. Ja? Ihr habt natürlich einmal, müsst ihr euch mal das alles mal zusammenrechnen. Ihr trinkt vielleicht Energydrinks und Kaffee, dann macht ihr noch einen Pre-Worker-Booster, dann nehmt ihr noch einen Fettburner und plötzlich habt ihr 1 bis 1,5 oder gar 2 Gramm Koffein pro Tag drin. Und das ist, sagen wir mal, es ist sportlich, es ist sehr sportlich, eine sehr sportliche Herangehensweise, die wir unter keinen Umständen in irgendeiner Weise empfehlen wollen. Und haben hierfür jetzt mal einen Fatburner für uns am Start, den wir in der Diät testen wollen. Wir werden ihn komplett neben unserer ganz normalen Diät zusätzlich hinzupacken, quasi hinzustecken. Mhm. Und dementsprechend möchten wir dann ein Fazit ziehen. Ne? Wenn natürlich den Fatburner ist eine Geschichte, es ist
ein sehr subjektives Fazit, was man in der Regel nehmen kann, denn es ist natürlich kein messbares. Du weißt nicht, wie es mit, du weißt nicht, wie es ohne ist. Du weißt nur am Ende, wie das Gesamtergebnis ist. Genau. Und dann kann man letztendlich ein Fazit ziehen, ist es einem das Geld wert oder möchte man das Geld lieber eben in Produkte investieren, die eben nicht auf dem deutschen Markt erhältlich sind, denn manchmal jetzt nicht Steroide, sondern andere Fatburner. Oder geht das Ganze eben auch über die Ernährung? Genau, oder vor allem auch eben mit Grüntee-Extrakten, sprich die man so im Reformhaus oder eben auch auf Supplement-Seiten erwerben kann. Wir haben hier von Peak den Hellburner Black Edition am Start. Diesen bin ich schon ausführlich am Testen, Zeit beginnt heute damit, sprich ich habe Ihnen hier das ein oder andere Döschen von abgegeben. Die sind sehr ergiebig, muss ich sagen. Man hat hier einen Inhalt von 120 Kapseln. 4 Stück soll man tagtäglich nehmen. Mehr habe ich auch, ehrlich gesagt, noch nicht geschafft. Dadurch, dass eben wir beim Thema Koffein sind, ich Kaffee trinke, ich den ein oder anderen Energy Drink konsumiere und dann zudem ich noch per 4 Kapseln 300 Milligramm, richtig? Mhm. 300 Milligramm Koffein. 400 sogar. Zieht's euch rein. Also mit Koffein ist wahrlich nicht zu spaßen. Wir haben gesagt, dass es gefährlich ist, aber aus welchem Grund ist es gefährlich? Ja, Koffein ist einmal deswegen gefährlich, unabhängig davon, dass ihr natürlich, wenn ihr es in der Regel hart konsumiert und in den späten Abend schon so viel konsumiert, Schlafstörungen bekommen werdet, ist natürlich dementsprechend auch nicht gut, zum Beispiel für euer Herz-Kreislauf-System, für eure Pumpe, für eure gemeine Wohlbefinden. Wer kennt es von euch, ihr habt über den Tag lang viel für Koffein zu euch genommen und denkt so, mein Herz rast, mein Hals pocht, habe ich Bluthochdruck? Keine Ahnung, wovon das kommt, ist es warm, habe ich zu viel Stress? Aber letztendlich wird niemals darauf hinausgeschoben, dass es nämlich sowas sein kann. Genau. Das Problem ist, dass natürlich auch beim höheren Koffeinkonsum eine gewisse Resistenz entwickelt, dem Koffein gegenüber. Das heißt, ihr müsst, um eine Wirkung zu erlangen, um eine merkbare Wirkung zu erlangen, müsst ihr mehr konsumieren. Was natürlich aber das Problem ist, dass natürlich schon die alte Dosis eurem Körper ausgereicht hat, um eure Pumpe anzuregen. Und das ist das Stichwort, die Pumpe. Ne? Denkt immer dran, wenn ihr einen Ruhepuls von 60 bis 70 habt, und das über Jahre hinweg addiert, ist das durchweg gesünder, als wenn euer Ruhepuls zwischen 70 und 90 liegt, als Beispiel. Na? Je häufiger das Herz schlägt, desto mehr Arbeit hat es. Das ist dasselbe wie ein Auto. Genau, ob ihr nun 100.000 Kilometer aufs Auto gefahren habt oder 200.000. Ne? Welcher gibt wohl welche einfachste Faustformel eher den Geist auf? Ja, wer musste in den letzten 20 Jahren etwas repariert werden, so ungefähr. Und so ist es eben auch mit dem Körper. Und denkt dran, die Gesundheit steht eben an oberster Stelle. Und deswegen müssen wir eben diese Einführung hier geben. Ja? Also wie gesagt, ich bin schon länger am Testen, habe dem noch schon ein bisschen Referenzwerte, werde aber unbefangen daran gehen und deswegen jetzt noch nicht mein Halbfazit ziehen. Sondern vielleicht werde ich auch beeinflusst dadurch. Genau, das ist es. Deswegen werde ich es weiterhin fleißig einnehmen. Zeichen wird jetzt nachlegen für die letzten 4 Wochen. Denk dran, dass du auch ja diese 4 Kapseln tagtäglich dann zu dir nimmst. Ansonsten hast du eben keinen Referenzwert. Wir werden euch die natürlich auch verlinken in der Beschreibung. Dann könnt ihr euren eigenen Selbsttest. Klar, 4 Augen sehen mehr als 2, aber 6, 8, 10. Jeder reagiert anders auf solche Dinger. Ja? Der eine sagt, bei 2 geht meine Pumpe schon erst vor. Zeichen kann sich eventuell schon 8 Stück davon reinjagen und merkt noch gar nichts, dadurch, dass er hier und da schon seine Booster konsumiert. Das ist das Ding eben. Ne? Wir können ja auch nach Genesis testen und sagen, es ist der Begeilte. Der nächste sagt, Jungs, ich habe 2 Scoops genommen in den Kommentaren, ich habe nichts gespürt. Genau. Es ist letztendlich eine persönliche, riecht fruchtig. Oder, ich kenne den Geruch. Ja, oder riecht so fruchtig, weil ich keine Früchte mehr kenne. Wahrscheinlich. Da sehe ich schon gleich, wie smart ich die Dinger naschen. Ja, ich wollte gerade sagen, aber das sind auch diverse verschiedene. Guck mal, hier ist zum Beispiel Raspberry-Extrakt drin. Ist für dich ein Raspberry? Jetzt hast du nur noch 119 Kapseln. Nur 19 Kapseln. Nehme ich gleich auf und werde ich gleich vom Sport konsumieren. Aber ja, das riecht echt wie Raspberry. Bisschen mit viel Einbildung. Aber das ist natürlich auch ein gutes. Ja. Das ist natürlich auch ein guter Aspekt oder ein gutes Wort, was Zeichen da in den Mund genommen hat. Man kann es natürlich dann auch entsprechend als Booster konsumieren. Ja? Also kurz, so 30 Minuten, 60 Minuten vor dem Sport, dass ihr euch da die zweite Ladung von reinhaut, denn da steht auch drin, wenn ihr empfindlich seid und 4 Stück auf einmal nicht verträgt, könnt ihr es natürlich auch auf 2 Gaben aufteilen. Sprich morgens 2 Stück auf leeren Magen und dann zu 30 bis 60 Minuten vor dem Sport. Und ich denke, es ist selbsterklärend, dass man 30 bis 60 Minuten vor dem Sport nichts mehr isst. Ja? Die letzte Mahlzeit sollte eben 120 bis 150 Minuten, also 2 bis 2,5 Stunden im Vorfelde, eingenommen worden sein. So, und dann kommen wir mal auf die weniger legalen Sachen zu sprechen. Jetzt kriegt der ein oder andere wahrscheinlich dicke Öhrchen und hat schon Google offen und wird sich gleich darüber informieren, wo kriege ich dieses Zeugs ran. Fangen wir wohl mit dem, in Anführungsstriche, harmlosesten Produkt an, namens Yohi. Y-O-H-I, Yohimbin oder Yohimbe, wie auch einige sagen. Ich glaube, da streiten sich auch die Gemüter, wie es richtig ausgesprochen wird. Das ist letztlich ein Wurzelextrakt aus Afrika, was auch die Libido, ja, also euren kleinen Pillermann ein bisschen ankurbeln mag. Gerade in der Diät ganz hilfreich, wenn man die Fette senkt,
mag die Nudel auch nur noch auf Halbmast hängen. Und das wiederum könnte euch einen richtig guten Push geben, auch für die Frauen. Die werden dann auch hier und da ein bisschen wässriger. Vielleicht auch mit Arginin-Stacken, das ist der beste ultimative Potenz-Push, der nicht aus der Braunpille kommt, glaube ich. Ja, das eigenständige Video, schön mit Citrullin und sowas, Agmatin, so eine richtige Keule reinjagen. Mach und dann mal ein Tutorial draus machen. Das ist, passt jetzt nicht hier rein. Das stimmt. Na, das Niveau wollen wir hier oben halten, aber Yohimbe, zeig's mal in die Kamera. Leere Verpackung natürlich. 10 Milligramm ist schon eine gehobene Dosis. Generell gibt es die in 5 Milligramm. Man sagt, zwischen 10 bis 15 Milligramm werden sie potent. Ne? Also wird eine Wirkung versprochen und das kann ich bestätigen. Primär geht Yohimbe oder Yohimbine auf die Problemzone. Jeder von uns hat Problemzonen. Bei einem sitzen sie vorne, bei der einen an den Beinchen, bei anderen hinten an der Hüfte. Fakt ist, dass am Ende, da sind wir wieder beim Punkt, es nützt nichts, wenn ihr 20% Körperfettanteil habt. Da werdet ihr definitiv keinen großen Effekt spüren. Wir reden hier wirklich von den letzten kleinen Feinschliff in der Diät. Deswegen sprechen wir auch erst 4 Wochen vor dem Wettkampf von Fettburnern. Na, ihr müsst einen gewissen KFA, also einen Körperfettanteil, besitzen, damit eben die Fettburner auch ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Was man natürlich sagen muss zum Yogi-Thema zum Beispiel, klar, der Konsum ist natürlich in Deutschland möglich. Natürlich müsst ihr gucken, wo das Ganze herbezieht. Aber natürlich ist es auch ein, zwei Sachen, die unangenehm sind bei dem Konsum. Ja, ich habe wirklich Probleme damit. Muss ich sagen, dass ich auf Yogi wirklich nicht wirklich geil anschlage. Beziehungsweise ich diesen Effekt, den man dadurch jetzt sieht, das ist auch so eine innere Unruhe, Nervosität, feiere ich gar nicht. Kälteschauer, komplettes Hunger vermeiden. Alter, ja, sie nehmen wirklich das Hungergefühl. Aber was unangenehme Weise. Ja, was natürlich eine positive Eigenschaft ist. Also der ein oder andere kann sich die Dinger wirklich 20, 30, gar 40 Milligramm reinjagen. Ich wiederum kam mit 15 schon nicht wirklich zurecht und dachte mir so, Alter, dieses Dreckszeugs, Mann. Na, also da müsst ihr auch, hier sind wir wieder beim Thema, jeder Körper reagiert unterschiedlich drauf, ausprobieren, wie es auf euch wirkt. Negative Einflüsse hat Zeichen gerade schon benannt, ne, aber mir sind keine großen Nebenwirkungen bekannt. Deswegen auch für mich unschlüssig, muss ich zugeben, warum das Produkt hier in den Europaländern nicht erlaubt ist. GN beispielsweise, da machen wir ein bisschen Werbung, GN Laboratories hat dieses Produkt im Einsatz, beziehungsweise man kann es hier und da in den einzelnen Ländern dann entsprechend erwerben in der 5 Milligramm Variante pro Kapsel. Tja, das ist im Grunde das, was noch, sagen wir mal, es war Level 1. Level 1, Level 2 würde ich den Ephedrin Coffee und Aspirin Stack ins Rennen werfen. Auch das ist den einen oder anderen von euch ein Begriff. Fangen wir an mit Koffein, das haben wir schon erläutert, deswegen brauchen wir da nicht mehr im Detail eingehen. Das Aspirin, wozu Aspirin? Aspirin ist blutverdünnend, das wiederum beschleunigt eben den Prozess, dass das Ganze ins Blut gerinnt und ihr entsprechend schnellere Wirkungen erzielt und eine effektivere vor allem. Andererseits, blutverdünnt muss nicht zwingend positiv sein. Ne? Kleine Schürfwunden eskalieren dann schon mal ganz schnell in Blutungen, die man wirklich schwer zu stoppen bekommt. Wer sich schon mal beim Rasieren geschnitten hat als Beispiel und die dann nicht gestoppt bekommen, kann davon ausgehen, dass sein Blut recht dünn sein könnte. Das könnte einer dieser Gründe sein. Ja? Und das Ephedrin wiederum ist auch eine Pflanze, rein theoretisch. Was heißt rein theoretisch? Ephedra, ne? kann ich auch mal in die Kamera halten. Das ist ein fertiger EK-Stack. Hier wiederum hat man diese Ephedra-Pflanze. Ja? Das ist nicht zu vergleichen mit dem puren Ephedrin, was man kennt. Die Wirkung hier ist lange nicht so potent wie eben die vom puren Ephedrin. Also das darf man auch nicht über einen Kamm scheren. Aber dieser Stack, wir sprechen hier wirklich vom Stack, weil wir ja 3 unterschiedliche Produkte in einem haben, beziehungsweise man kann sich die eben auch separat anmischen. Koffein, Aspirin kriegt man beides in der Apotheke, Ephedrin muss man zusehen, wie er rankommt. Aber diese in Kombination sorgt auch dafür, dass eure Pumpe extremst geht und es ist auch ein kranker Booster, muss man so sagen. Ja, also der EK-Stack war ja früher fast schon ein klassischer Pre-Workout-Booster, was? Genau. Ich habe auch den einen oder anderen früher schon gehört, der teilweise mit so einem scheiß Feiern gegangen ist. Ja. So quasi, sagen wir mal, die Leute, die dann nicht an anderen Stuff reinkommen, haben halt den EK genommen zum Feiern gehen, so ungefähr. Vorstufe von Amphetaminen, ne? Ähnlich wie es so eine Wirkung, also von der Wirkung her geht es ähnlich wie DMA oder DMBA nach vorne, würde ich, wenn man so die Wirkung beschreiben sollte. Mhm. Ne? Also auch erhöhter Puls, erhöhte Aufmerksamkeit, große Pupillen im schlimmsten Fall, ja, also da könnt ihr auch aus dem Straßenverkehr gezogen werden. Beispiel. Und das ist ein gutes Beispiel, da werde ich auch häufig gefragt, wie sieht es aus bei Boostern oder auch eben bei so einem EK-Stack.
in Hinsicht auf den Straßenverkehr. In dem Falle dürft ihr nicht ins Auto steigen und Auto fahren. Solltet ihr in eine Straßenkontrolle kommen und die dann eben entsprechend große Pupillen sehen und so einen Drogentest mit euch machen, dann könntet ihr ein Problem bekommen. Ich musste mal Pipi machen, ne, als ich so ein EKSTEC Intus hatte. Das war eine Woche vor dem Shooting oder sowas in der Art. Und ich hatte wirklich schon meine Befürchtung, das war 2009, sprich schon ein paar Jährchen her, habe ich ins Röhrchen gepinkelt und der wiederum ist nicht angeschlagen. Also das ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Heute wiederum sind die Tests deutlich cleverer, deutlich weiter. Das wiederum könnte eben dazu führen, dass ihr nicht zwingend euren Führerschein für immer abgibt, wenn ihr rechtfertigen könnt, woher es letztlich kommt, ihr die Dose dann entsprechend den Polizisten zeigt, bekommt ihr dann so ein Fahrverbot für 24 Stunden. Da haben wir auch die einen oder anderen Follower schon. Genau, aber ihr wollt es natürlich trotzdem vermeiden. Ne? Ihr wollt es natürlich trotzdem vermeiden, allein der Stress, dass man da angehalten wird, dass man da aufgehalten wird, dass man da wie so ein Drogenabhängiger mehr oder weniger oder wie so ein Straftäter behandelt wird, das wollen wir natürlich. Hat keiner Bock drauf, ja, auch wenn am Ende noch vielleicht was Gutes bei rauskommt, im Sinne von keine weiteren Strafen. Ja. Mhm. Aber das muss man natürlich vermeiden. Das sind letztendlich Optionen, die sich euch anbieten. Natürlich ist es primär darauf zu fokussieren, dass man natürlich immer die Geschichten nimmt, die frei erhältlich sind. Und dann gibt es natürlich noch andere Geschichten, die man zusätzlich hinzunehmen kann, die natürlich, sagen wir mal, im Supplement-Shop nicht erreichbar sind. Genau, die Produkte, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, bekommt man unter der Ladentheke in den Supplement-Stores. Dann wiederum gibt es noch ein paar Sachen, also hier erstmal nochmal am Rande, ja. Häufig hört man, ah, der Jill, der lief doch mal mit 3-4% KFA rum. Ja, aber der Stoff ja auch. Sportsfreunde da draußen. Stoff hat nichts, 0,0000 mit der Fettverbrennung zu tun. Nichts, ja. Es ist ein Muskelschutz innerhalb der Diät. Und dann habe ich auch solche geilen Kommentare schon gelesen. Ja, nee, der Johannes und der Jill, die sind gerade auf Diät, die stoffen nicht. Geile Rechtfertigung. Ich habe auch gesehen, dass Anna geschrieben hat, die sind gerade beide auf Diät, dann nehmen wir Stoff, dann ist die Diät nicht so schwer. Naja, denkt euch euren Teil, aber schreibt bitte nicht so einen Stuss runter, wenn ihr keine Ahnung habt. Ja, ich rede schließlich auch nicht von Schminke oder gebe euch hier Schminktutorials. Macht euch vorher schlau. Und da ist wieder der Aufruf. Wenn ihr wirklich vorhabt, solch eine Diät mit solcher Supplementierung zu starten, macht euch verdammt nochmal im Vorfeld schlau und geht nicht irgendwie nutzlos oder ohne Hintergrundwissen ins Rennen. Ihr könnt euren Körper erhebliche Schaden damit anrichten. Wie ich schon sagte, die Menge macht zwar das Gift, aber über einen längeren Zeitraum, ohne diese Ahnung dahinter zu haben, macht ihr euch kaputt. Ja? Und da sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Da gibt es natürlich noch ein Level höher. Da sprechen wir schon von Schilddrüsenhormonen. Da wollen wir jetzt aber nicht im Detail darauf eingehen, sondern vielmehr auf einen richtig geilen Kanal verweisen, nämlich Goku Fitness, der sich schon ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Stichwort T3, T4, blenden wir an der Stelle mal ein den Kanal und dann könnt ihr innerhalb des Kanals mal nach diesen Wirkstoffen suchen. Der zeigt sowohl die Wirkung als auch die Nebenwirkungen auf und das wirklich im Detail, wo wir eben nicht mithalten oder glänzen können. Deswegen hier der Verweis drauf, denn das ist wirklich ein Thema, womit ich mich nicht beschäftigen möchte. Na, da gibt es eben andere Leute für, beziehungsweise vielmehr möchte ich nicht dafür verantwortlich sein, dass es hieß, wir haben das Thema angeschnitten und deswegen habe ich das Ganze mal ausprobiert. Nein, davon distanziere ich mich, egal wie gut die Resonanz darauf gewesen wäre, aber nein, das machen andere Leute besser als wir und deswegen heißt es nicht alles alleine tun, sondern an den Leuten abgeben, die es eben besser beherrschen. Genau. In diesem Bereich, ja, wir werden jetzt gleich mal zum Training galoppieren. Yeah. Ich habe tatsächlich während des kleinen Cuts vorhin schon meine 4 Kapseln eingenommen. Der Junkie. Ja, und ich hoffe, dass wir 400 Milligramm Koffein gleich reinkicken werden, denn wir wollen heute ordentlich ballern. In diesem Bereich, ich wünsche euch, beziehungsweise wir wünschen euch natürlich noch einen rassigen Dienstagabend, ja, dass ihr euch noch einen schönen, vielleicht ein Steak auf den Grill legt oder zum Training geht. Euer Jill, euer Sai, macht euch einen gediegenen Sportsfreunde. Bis die Tage. You could think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. Good thing that I'm a creep when I'm singing alone.